Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece. Tja, genau. So One Piece, One Piece, tja. Mit Jan natürlich. Ja, ich bin immer noch da. Er ist immer noch da und meiner Stimme geht's wieder einigermaßen gut. Ihr hättet mich nicht hören wollen, wie ich mich vor ein paar Tagen anhören musste. So. Ja, wir sind... haben die zweite Insel in der letzten Folge beendet und sind jetzt hier bei der dritten Insel. Nö, du bist auf der ersten Insel. Stimmt, ich bin bei der ersten Insel, weil wir ja noch irgendwas sammeln wollten, ne? Ah, egal. Das kann gut sein, ich habe keine Erinnerung mehr dran. Ich auch nicht, es ist nämlich echt schon lange her. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal... Ah, hey, Eisberginsel, da war was. Wir hatten sehr wenig Energie. Aber okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Schönes, schöne Polarlicht da über der Insel. Ja. So. Aber halt die schöne Insel, wo sich die SP nicht wieder regenerieren. Ja, von alleine. Ich mag diese Insel überhaupt nicht. Ist nicht gerade die beste, vor allem wenn du bedenkst, dass du Bosskämpfe so machen musst. Ja. 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 Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen oder sich sehr viele SP-Kapseln mitnehmen. Stopp, 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 stopp. Ja? So nehme er Brook. So, achso, stimmt, du darfst ja entscheiden. Wobei, Moment, wen hatten wir noch nicht bisher? Ich glaube, Chopper hatten wir noch nicht wirklich. Lysop hatten wir noch nicht wirklich. Geh mal kurz auf Status und guck mal, wer am wenigsten freigeschaltet hat bisher an Attacken. Okay, warte. Und den nimmst du dann einfach mal. So, Status. Gut, er hat schon mal 4 Attacken. 3 Attacken. Mhm. Sie hat alles. Wow. Okay. Er hat erst die AA-Attacke. Okay, aber wir haben Sandy schon öfters eingesetzt, ne? Aber ich glaube noch nicht genug, damit er was lernt. Okay. Ah, er hat immerhin seine Sprintattacke. Okay. Boah, sie hat auch schon ein bisschen mehr. 2 und 4. Okay. Also, du darfst entscheiden zwischen Chopper, zwischen Franky, zwischen Lysop und Sanji, ne? Sanji, genau. Sanji lasse ich dir mal für den Bosskampf später. Nimm mal Lysop. Lysop, okay. Halleluja. Den ersten Bosskampf dieser Insel macht dann Sanji. Okay, gut. Hey, wenn ich drüber nachdenke... Nee, das würde besser zu Chopper passen eigentlich. Na egal, schauen wir dann. So. Erstmal jetzt hier mit Lysop rumlaufen und die einzige Attacke einsetzen, die er kann. Ich hoffe, dass ich da weiterhin treffe. Hörst du auf! Hörst du auf! Schnell, besieg einen. Dann kriegst du eine Kap... schade, zu spät. So, Krähenfuß, Hölle. Ja toll, du hast die Sprintattacke gelernt. Ja, die bringt mir jetzt aber nicht viel. Na gut, das Giftgas da ist ja zumindest nicht so schlimm. Das nimmt ja, glaube ich, nur deine SP weg. Die sowieso weg sind, von daher. So, ich musste irgendwie meine Sprintattacke einsetzen, aber... Ja, dann direkt davor stehen und einsetzen, würde ich sagen. Ja, warte. Ich muss erstmal... Wenn die nicht gerade abhauen, die spawnen dann gleich wieder. So. Warte, komm her, komm her. Flauten. Und? Komm her. Dann am besten... Ja. Der ist gerade dadurch gestorben. Boah, nee. So, der ist auch dadurch gestorben. Dem hast du gerade voll die Sterne da ins Gesicht gehauen. Heilkapsel, yay! Ja, wie gesagt, die droppen ja Heil- und Ausdauerkapseln. Na, mal sehen, verjagst du den Vogel da? Wo ist denn oben? Nee, unten. Wenn er nicht oben ist, ist er unten da. Zwischen den beiden Säulen, an denen du gerade vorbeigelaufen bist. Warte, ja, ich muss erstmal die Gegner hier besiegen. Es wird mit Lysop natürlich ein bisschen lange dauern. Boah, besonders weil ich so dermaßen... Ah, da ist der Vogel sogar wirklich. Ja. Weil ich so wahnsinnig... Na gut, sie sind weggelaufen. Gegner. Okay, dann warte. Weil jetzt wird's lustig. Der Vogel gibt dir nämlich gerne ein goldenes Ei, wenn du ihn fängst. So ziemlich zu 100% würde ich sogar schon sagen. Ja, kommt hin. Ich weiß nicht, ob es 100% sind, aber auf jeden Fall so 80. Auf jeden Fall zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Catch it! Nein! Nein. Ja. Dann hol dir wenigstens das Eis da rechts neben dir, neben den Säulen. Warte mal. Naja, genau. Zack. Ein bisschen Eis. Piratenwassereis. Aus diesem klaren, reinen Eis. Ich kann schon wieder nicht lesen. Könnte ich zerhacktes Wassereis machen? Ist nicht zu schnell. Ja, wer kennt das nicht, wenn man Eis zu schnell isst? Der schöne Hirnfrost. Genau. So. Hier kannst du wenigstens goldene Früchte holen. Ich sehe da direkt rechts schon eine. Ja. Jetzt muss ich aber erstmal. Ich denke, du hast jetzt schon fast alles für den Rumble Ball zusammen. Hier bin ich ja
unser Dach hier kann ich ja benutzen. Kann ich ja meine Sprinter benutzen. Hier kannst du einsetzen, so viel du möchtest. Hier ist kein Wind. Aber das ist halt schön, ne? Du hast jetzt bald schon den Rumble Ball bereit. Ja. Ich würde sagen, wenn du im Kampfesrausch bist, kannst du auch öfters mal die Sprintattacke benutzen. Achso, oder allgemein okay. Sie öfters benutzen, weil die haut doch gut rein, würde ich sagen. Hey, du hast mir jetzt echt den geilsten Champion überhaupt ausgesucht. Vor allem den geilsten Champion. Ja, oder geilsten Char. Ja. So. Haut am besten rein. Oder wird am besten reingehauen. Bam. Wow. Okay, den Kampfrausch mit Lysop muss ich definitiv noch üben. Das sind sogar zwei goldene Früchte an dem Baum. Cool. Wow, du hast mir so... Oh, ich glaube, du hasst mich heute, oder? Weißt du, an sich wäre Lysop viel angenehmer, wenn du das Impact-Dial gemacht hättest bisher. Ja, weil er dann aufladen könnte, ne? Oder dann kann er den Impact. Ja, stimmt, genau. Ich habe schon lange... Was sehr, 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 sehr schöne Attacke ist. Bam, bam! Zweimal goldene Frucht erhalten. Oh, den will ich auch haben. Aus dem kannst du auch was Nettes herstellen. Na komm, fang ihn. Perfekt. Was eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht ist, was man daraus machen kann. So, eine Eiszapfenechse. Ja, Anti-Kälte-Creme. Diese Creme können wir benutzen, um zeitweise gegen den Wind immun zu sein. Ne? Komm. Also würde ich sowieso alles abhauen, was du siehst, weil das ist nicht nur halt eine gute Kochkomponente, sondern auch eine gute blaue Komponente, glaube ich. Ja. Stimmt. Und es ist sehr leicht zu bekommen. Voll. Du haust dreimal drauf. Es ist wie die Steine einfach. Du haust mal drauf und dann hast es. Ach, vom Gegner. Oh. Bam, bam, in dein Gesicht und weiter in dein Gesicht. Okay, hat nicht gereicht. Ja, und genau natürlich einen Schlag später stirbt er, ne? Ja, das stimmt. Wie immer halt. Das war interessant. Du hast ihn da von der Klippe. Na gut, von der Klippe ist etwas übertrieben die gesagt. Die wahnsinnige aber Klippe, die ungefähr einen Meter hoch ist. 1,50 würde ich sagen. Okay. Wenn du mal schaust, das ist etwas höher als Lissop und ich glaube, gut. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Sie sind aus Japan, von daher sind sie nicht groß. Ja, hast du also mal sind's geguckt, doch nur 1,30. Hast du mal geguckt, wie groß die Charaktere so teilweise sind, ne? Die sind wirklich winzig. Echt? Weiß ich gar nicht. Ja. Ist das irgendwo offiziell bestätigt? Ja, oder hat das sicher schon hier und da mal gesagt. Ups. Ich kann ja, während du versuchst, den Schmetterling dort zu fangen, mal nachschauen, wie groß die sind. Zack, hab ihn. Hast du den Schlafschmetterling gefangen? Jo. Ist ja so? Ja, ja. Schlafschmetterling. Schlafschmetterling. So, aber schauen wir mal. Ruffy ist zum Beispiel 1,74. Ist ja doch größer, als ich dachte. So, okay. Eine goldene Frucht für mich. Okay, also die Größen da sind etwa 1,76. Also Lysop ist 1,76. Das Ding ist etwas größer, sprich, das sind immerhin 1,80 vielleicht so eine Stufe. Ja, ungefähr. Kommt hin. Ja. So, hier geht es nicht weiter. Was schätzt du, wie groß ist Brook? Brook ist einer der größten von denen, ne? Der größte. 1,90? Wie ich schon sagte, Lysop ist 1,76. Ja, aber... Dann schätzt du Brook nur 1,90? Ja. Hätte ich gesagt. Weit gefehlt. Echt? Wie weit denn? 2,66. 2,66? Wer ist denn bitte 2,66 groß? Brook! Frankie ist nebenbei 2,40. Alter, wer ist denn 2,40 groß? Frankie nach dem Zeitsprung. Was zum Teufel hat den bitte gerade erwischt? Eine ich glaub, der ist meiner... Eiszapfen geflogen, ne? Nee, der ist in meine... Der ist in meine Stachelfallen da gefallen. Das sah ziemlich brutal aus, wie er noch gegen die Wand geflogen ist. Ja, weil das Kampfrausch war gleichzeitig. Au. Wie gesagt, das Impact-Dial mit Kampfrausch haut verdammt gut rein. Okay. So. Ist, glaube ich, so normal mit einer der stärksten Attacken von Lysop, würde ich sogar sagen. Bam, tot. Schießpulver halten. Ja. Aber gut. Was muss du eigentlich noch machen, so für nächste Attacken? Ich weiß es nicht, aber es dauert auf jeden Fall ewig mit Lysop. Und der Bleitodestand ist schon auf Level 4. Welcher von beiden? Ja, ich sag es, alle drei A-Attacken heißen Bleistern-Todesschuss. Ja, dann kannst du es ja aussuchen. Die A-Attacke.
Schön, dass die 2A-Attacke höher ist als die 1A. Ja, und mein Krähenfuß ist auch schon höher. Fast 4. Okay, gleich. Dann schauen wir doch mal, was kann er denn noch lernen? Impaktial brauche ich. Du kannst deine Spezialtechnik schon fast einsetzen. Ja. Ansonsten brauchst du dein Impaktial. Ja. Sonst kannst du die anderen neuen Attacken lernen. Aber das muss ich mir halt dann irgendwann zusammensuchen. Ja. Schau mal kurz auf die Anleitung. Ich glaube, du brauchst 20 Dialfragmente und noch irgendwas. Wo haben wir es denn, das Impact? Entwicklung. Das hier. 10 Dialfragmente und sogar 20 nur. Schießpulver. Schießpulver ist kein Problem. Ja, das sowieso nicht. Ah ne, der 20 war für das Jet-Dial. 30. Ja, und 2 Ballonkatzenfische. Na gut, die sind auch nicht so problematisch. Wenn man weiß, wo man sie fangen kann, dann nicht. Ja, genau. Wo geht's jetzt weiter? Rechts wieder raus. Oh, muss echt raus? Du musst raus und rechts weiter hoch. Oh. Das hier war, ist an sich mehr oder weniger... Oh, der Vogel ist wieder da. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. So, ich muss jetzt echt aufpassen, denn... So kann ich wieder nur schießen. Jo. Und vielleicht deinen Sprint ganz schnell einsetzen und dann sofort angreifen damit. Aber ist schön, damit wäre Lysop jetzt bald der Erste, der seine Spezialattacke hat. Ja. Bam, 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 bam. Ich muss eine Kapsel bekommen. Ja, und ich habe eine gute Menge an SP-Punkten dazu bekommen. Mhm. Ja, vor allem, wenn ich sehe, du brauchst jetzt nur einmal Sprinten hier für den für den Kampfesrausch. Nein, verdammt. Schade. Egal. Gut, dann hole ich mir den Vogel nochmal. Mhm. Er schaut direkt zu mir. Hallo. Ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse. Aber du gehörst mir. So. Na dann, fliegen wir her mit dem goldenen Ei. Und bam, ein goldenes Ei. Schön, dann brauche ich nur noch einen goldenen Herkuleskäfer, dann habe ich einen Rumble Ball. Jo. Dann hättest du auch mit Chopper eine schöne Spezialattacke. Ja. Ja. Nicht schlecht. Kannst du zwar noch nicht wirklich gut benutzen, aber du hättest sie schon mal. Ja, ich habe zu wenig SP dafür. So. Und Gegner von oben. Ich habe sie weggesaugt. So. Fast. Erstmal schwäche ich euch mal ein bisschen. Mhm. Ich denke mal, die Ausdauerkapseln von denen möchtest du doch auf jeden Fall haben. Ja. So, jetzt. Bam. Bam. Das Bam. War sehr schön an die Säule geschossen. Ja, ich habe aber keinen getötet. Weil ich mit Lysop halt so null herausfinden kann. Oh, ich bin fast tot. Du hast ein paar Heilkapseln bekommen. Ja, ich möchte sie aber eigentlich ungern so benutzen. Lieber für die Bosse aufheben. Ja. So. Jetzt kommen aber die gefährlichen Gegner, gell? Aber wenn du links den Berg noch weiter hoch gehst, kriegst du zumindest noch mal ein bisschen Schneerettich. Okay. Und noch ein paar Gegner. So. Mal langsam. Ein bisschen. Boah, okay. Einer der Bleitodeschüsse ist schon mal... Auf 5. Oh, da ist sogar noch ein normales Ei. So. Ich treff so nicht. Aha! Anvisieren, würde ich sagen. Hab ich. Achso, jetzt hab ich's. Okay. Aber echt interessant, wie schnell er hier seine Spezialattacke einfach mal eben lernen kann. Ja, wenn man die ganze Zeit trainiert. Okay. Toll. Gut, okay, aber. Und da hast du deinen Schneerettich kaputt gemacht. Ist mir egal. Ich will die SP-Punkte haben und auch die Leben. Ja, zumindest kriegst du das Ei noch. Ja, der Schneerettich, der ist schnell gefarmt. Ja. So. Auf wieder ins nicht so kalte Kalt. Wie sieht's denn gerade mit den Statuswerten? Krass. Du hast hast den ersten auch schon fast voll. Level 5 ist ja das höchste, was du haben kannst. Ja, ja. Okay. Lysop kann schon fast nichts mehr lernen. Ja, also im Moment auf jeden Fall nicht. Mhm. So, machen wir die mal ganz kurz kaputt. Ein bisschen Nektar. Zu viele Items. Nee, zu viele Items. Nein. Was zur Hölle? Verfütte mal so ein paar Sachen. Ja, habe ich gerade vor. Zum Beispiel das eine Eispulver, was du da hast. Auch bei den Pinguinen? Nein. Das ist gute blaue Punkte, wie du siehst. Naja, wobei gar nicht. Das war kaum was. Ne? Ich habe gar nicht gesehen, dass es erst ganz am Ende war.
So. Den Schlafschmetterling, kann man den noch gebrauchen? Ich glaube nicht. Gibt ein bisschen was auf Gold, aber auf Grün. Grün habe ich voll. Mhm. Ich würde lieber einmal dieses eine Heilkraut und das eine Bittergras verhauen. Was du machen könntest, deine Heilkapseln auf das zweite Teil da unten hinlegen. Ja. Dann nehmen sie auch keinen Platz weg. So. Und den einen Trank, den du da auch hast, am besten auch direkt hin. Den einen Trank? Ich hab drei Tränke. Oder drei Tränke, besser gesagt. Okay. Und sogar das eine Schießpulver kann eigentlich auch weg. Ja. Das braucht kein Mensch. So, den brauchen wir. Obwohl, ja doch, eigentlich schon. Doch, den brauchst du noch einmal herstellen. So, aber das eine Schießpulver können wir wegmachen und dann. Dann hast du wieder ein bisschen Platz im Inventar. Haben wir ein bisschen was, ja. Eine ganze Reihe wieder. Eine ganze Reihe und eins. Oh Gott. Mhm. Ja. Geht wunderschön. Da. Aha, Chopper, wir werden von Piraten angegriffen. Keine Sorge, Gabri, ich kümmere mich um sie. Tut er nicht. Lysop macht's. Das sind so viele. Und Lysop freut sich immer, wenn er die Wurfstellen auslegt. Warum auch immer. Ja, ich auch, versteh's auch nicht. Yay, ich kann werfen. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Du kannst ja, falls du gleich mal deine Spezialattacke hast, die in meinem Kampfesrausch einsetzen. Macht sich auch guten Schaden. Welche? Und die du gleich lernen wirst. Ach so, okay. Weil ich mich frage, ob du sie überhaupt einsetzen kannst mit deiner Anzahl an SP. Ja, ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hoffen wir es einfach mal. Du hast aber wahrscheinlich gar keine SP mehr. Au, ich habe gleich keine Leben mehr. Das auch. Aber du bist ja gleich wieder im Kampfesrausch. Und jetzt dürfen die auch geschwächt genug sein, dass die da. Ja, wenn ich treffe. Wenn du triffst, ganz genau. Und? So. Ja. Oh Gott. Das hast aber ganz knapp, glaube ich, noch was bekommen. Ja. Alter, hey, die nerven voll. Ja, Lysop ist gerade, glaube ich, wirklich nicht die beste Wahl so für den Anfang dieser Insel, habe ich jetzt gemerkt. Ja, echt? Schön, dass du das nicht spielen musst, ne? Ja, finde ich echt gut. So. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Bam. Bam. Und damit wäre auch die Krähenfußhölle auf 5. Haben wir noch irgendwo was? Nein. Nee. Egal, ich habe wieder irgendwo überlebt. Ja, jetzt noch die 1A-Attacke auf Level 5 und dann hat sich das. Hä? Okay. Wird hoffentlich nicht mehr ganz so lange dauern. Aber ich werde trotzdem, glaube ich, nicht. Ich werde trotzdem hier auf. Oh Gott. Willst du nicht mal eine Heilkapsel benutzen? Nein. Halleluja. Oh, der hat was gedroppt. Schießpulver. Schießpulver, ja. So, jetzt aber. Bam. 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 Oh. Wieder überlebt, ganz knapp. So, ja. Ich will es ja spannend machen. Wir haben Moria schon spannend. Spiel mit dem Feuer, quasi. Ja, etwas. Oh Gott, hä? Die haben mich eingefroren, die Säcke. Ja. Ah, okay. Anisieren, hallo. So, es ist schön, dass man immer auf Range mit ihm bleiben muss. Ja, da haben wir Panchinko Chaos. Entfesselt Schussflut. Auf dem Statusbildschirm im Pausenmenü plus richtest du eine erlernte Spezialtechnik ein. Probier's mal. Machen wir doch mal gleich. Status. Ja, auf CA. C und A. Okay. 65 brauchst du. Gut, hast genug. Okay, dann warte ich jetzt noch ab, bis ich einen Kampfrausch hab. Ja. Wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Und nach dem nächsten Angriff. So. Jetzt gehen wir noch kurz weg. CA und nach vorne. Und. Rum! Ja, dann. Karte 3, Fragment 1. Sehr gut. Dann sammeln wir hier deine Belohnung quasi ein. Oh, schön. Und wahrscheinlich hast du Pachinko Chaos gerade mal instant auf Level 2 oder so gelevelt. Hast du aufgepasst? Nein, habe ich nicht gesehen, aber ich kann es mir gut vorstellen, so viele wie du da getroffen hast. Bam! Und so oft wie du halt mit Pachinko Chaos triffst. So, der ist auch tot. Kein Boah. Thema. Und zack, ist Lysop wieder schon bei voller Energie. Ups. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Egal. Und nicht mal getroffen hast du. Ja, einmal habe ich getroffen.
Und dann ist er leider umgefallen. Ja, ich bin die Spezialattacken jetzt gerade nicht gewohnt. Ja, die Sache ist halt, wenn die Sprintattacke braucht C, A und die Spezialattacke ist C und A. Ja, ja. Das ist ja ziemlich doof. Ah, oh, Chopper, du warst der Hammer. Du hast nämlich nichts gemacht und hast alle besiegt. Ey, ihr wisst ja, Komplimente machen mich gar nicht glücklich. Fresse, Chopper. So, aber schau mal, wir sind kurz, auf welchem Level ist es nochmal schnell? Okay. Nee, ah, ist eins. Doch auf Level 1 geblieben. Ah, hat gar nicht mal so viel gemacht. Oh, okay. Nee, aber dafür sind alle drei anderen Attacken auf Maximallevel. Schön! Ja, Lüssop brauchen wir erstmal eine Weile nicht mehr einzusetzen. Genau. In der nächsten Folge wird's eh wieder gewechselt. Deshalb beenden wir die Folge, damit wir diesen Charakter so schnell nicht mehr sehen müssen. Ja, Lüssop, tut mir leid. Das war's erstmal mit Let's Play One Piece Unlimited Cruise. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.